Was geht ab, Fitnessfreunde, und herzlich willkommen zum Review des Fitbit Charge HR. Ich sag mal, 4 Monate habe ich es jetzt hier um und jeden Tag getragen. Viele wollten wissen, wie das ist. Ich werde einfach das sagen, was mir einfällt. Viel Spaß bei dem Video. Also, wie gesagt, das Fitbit Charge HR, hier meine Meinung dazu. Auf jeden Fall kann ich schon mal vorwegnehmen, dass ein mega großer Hype drum gemacht wird. Ich kriege viele Nachrichten, ich lese es immer in den Kommentaren, ich sehe immer mehr Leute damit. Also ich habe es für 120 Euro gekauft. Ich glaube, es gibt aber mittlerweile Angebote für 90 oder 100 so. Schaut mal, Amazon hat ja meistens die besten Angebote. Ich kann es ja auch in den Kommentaren verlinken. Das Armband hat mir geholfen, nicht weniger Kalorien zu essen. Nein, weil, wie gesagt, Kalorien gezählt habe ich schon früher. Es hat mir geholfen, mehr Kalorien zu verbrennen. Und zwar, ich habe mit vielen verschiedenen Online-Kalorienrechnern und Apps meinen geschätzten Kalorienverbrauch ausgerechnet. Und das war immer ungefähr 3000, ja. Und dann habe ich gemerkt, so, dass ich viel weniger Kalorien verbrenne. Ich habe das so umgemacht, so am ersten Tag habe ich ein bisschen gechillt, hatte ich zufällig Rest Day, war ich am PC, habe meine Videos geschnitten, E-Mails beantwortet, mir mal Essen gemacht oder Essen gegangen, so mit dem Auto natürlich schön hingefahren, gucke ich drauf, 2200 verbrannt. Hallo? Und dann dachte ich mir, okay, ich dachte, ich verbrenne 3000, aber in meinem Alltag, sage ich mal, verbrenne ich nur 2,2 bis 2,5. Und jetzt, wo ich weiß, wie viel ich verbrenne, ganz genau, kann ich mein Defizit anpassen. Will ich jetzt 500 Defizit, will ich sogar 1000 Defizit oder noch mehr oder noch weniger, kann ich das jeden Tag anpassen. Und meiner Meinung nach funktioniert das genau. Also man weiß es nicht, woher soll man rausfinden, ob es genau funktioniert. Aber ich vertraue den Daten, ich bewege mich einfach mehr. Und jetzt verbrenne ich tatsächlich 3000 bis 3500 sogar, weil ich merke, oh shit, 1,5 heute nur und es ist schon 18 Uhr, okay, da musst du echt mal einkaufen, mal zu Fuß und nicht mit dem Auto oder was weiß ich, du gehst mal spazieren, du fährst mal eine Runde Fahrrad oder gehst mal ins Gym, ein bisschen Cardio machen und so bin ich erfolgreicher in meiner Diät. Genau das gleiche gilt für den Aufbau. Man denkt so, ich fresse so viel, sag ich mal, 4000, es gibt Leute, die essen 4000 Kalorien wie Eugen und nehmen nicht zu, ja. Und Eugen, ich habe ihm das geschenkt zum Geburtstag, ja, und wir stellen fest, er verbrennt 3500 bis 4000, obwohl er kaum was macht. Also die menschlichen Körper sind so unterschiedlich, dass jeder unterschiedlich viele Kalorien verbrennt. Und das ist heftig, weil wir sind ungefähr gleich groß, wiegen ungefähr gleich viel. Er verbrennt viel mehr als ich. Das heißt, er hat es schwer zuzunehmen und ich habe es schwer abzunehmen. Ja, am Anfang nicht, aber am Ende der Diät. Es ist mega schwer für mich. So viel dazu, also es ist mega sinnvoll und preis-leistungsmäßig 5 von 5 Sternen, weil das kannst du das ganze Leben lang halt tragen. Du zahlst 120 oder um die 100 Euro, sage ich mal. Es kann natürlich sein, dass die Diät auch ohne Kalorienzählen klappt und ohne Fitbit oder mit Kalorienzählen, ohne Fitbit oder nur mit Fitbit, ohne Kalorienzählen, je nachdem, klar. Aber wenn man alles unter Kontrolle haben will, wie viel man abnimmt und so, dann empfehle ich beides, MyFitnessPal und Fitbit, weil man kann die beiden Apps miteinander synchronisieren. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, weil da kann man sehen, wie viel habe ich zu mir genommen, wie viel habe ich verbrannt, wie ist mein Defizit oder mein Überschuss. Außerdem hat es so kleine geile Features, die wenn du drauf guckst, zeigt dir die Uhrzeit an, es ist gleichzeitig eine Uhr, dann kannst du drauf drücken. Dann siehst du, ich habe 9000 Schritte heute, mein Puls ist gerade 74 Herzschläge pro Minute, ich bin 7 Kilometer gegangen, ich habe 2500 Kalorien, 2200, siehst du, das ist, was ich meine. Und wir haben 18 Uhr, 2200 Kalorien, ja, wenn ich jetzt nichts mehr mache, so richtig, dann habe ich 2,5 am Ende des Tages. Deswegen muss ich auf jeden Fall heute noch was machen. Nochmal zusammengefasst, also es hat eine App, wo du alles sehen kannst. Wie viele Schritte, wie viel Schlaf, Schlafdauer, Qualität des Schlafs, verbrannte Kalorien natürlich, die Strecke, die du gegangen bist. Du kannst die App mit MyFitnessPal synchronisieren, da siehst du deinen Verbrauch und deine Zufuhr und dann kannst du gegenrechnen. Du bewegst dich automatisch mehr, du bist fitter, gesünder. Man sitzt nicht nur vorm Büro am Tisch, sondern man schaut, okay, ich muss verbrennen, aber muss man sich auch das
dazu zwingen. 10.000 Schritte ist auch mein Ziel täglich, ja. Ich bin so wenig gegangen zu Fuß, ich bin nur Auto gefahren, deswegen habe ich jetzt mein Auto verkauft. Ich habe aktuell kein Auto und ich gehe jetzt überall zu Fuß hin oder mit dem Fahrrad. Und all dazu hat halt das Fitbit geführt. Es war eine Investition, die sich hundertprozentig gelohnt hat. Eine ganz krasse Empfehlung von mir. Wenn ihr Schwierigkeiten bei der Diät oder beim Aufbau habt, dann ist die Verbindung Fitbit und MyFitnessPal also 100% garantiert, dass ihr erfolgreich seid in eurer Aufbauphase oder Defi-Phase. So viel von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.